Hey ho, meine Lieben. Tja, heute Donnerstag, morgen Feiertag. Yeah, und heute ist, glaube ich, wirklich Halloween. Oder? Glaub schon. Ja, was mache ich heute? Kaffee trinken erstmal. Ich mache heute Pizzawürstle. Ja, nicht verdrehen, weil wenn man Würstle-Pizza sagt, kommt was ganz was anderes oder fast was ganz was anderes dabei raus. Also, Würstle. Pizzawürstle, genau, so habe ich es gesagt. Pizzawürstle machen wir. Ja, genau. Ja, was ich dazu alles brauche, zeige ich euch nachher. Weil zuerst möchte ich jetzt noch ein klitzeklein bisschen fleißig sein und draußen noch ein bisschen abgraben. Ich habe ja Zeit. Morgen Feiertag und deswegen passiert es mir heute nicht. Ja, nicht so. Livestream könnt ihr heute noch machen. Ach, man wird sehen. Die ganze Woche nicht rausgekommen. Reifen, Arbeitgeber, musste ich nochmal hinfahren und dieses und jenes, Katastrophe. Also, bis ich immer Zeit gehabt hätte, hier rauszufahren, hat es draußen schon gedämmert und da habe ich dann eigentlich auch keine Lust mehr gehabt, weil ich hätte ja was machen wollen und lange Rede, schneller Sinn, kurzer Sinn. Heute ist alles ein bisschen verdreht. Ich gehe jetzt raus, tu schaufeln, zeig euch das nachher, wie weit ich dann gekommen bin. Vorher jetzt auch nochmal. Und ja, danach legen wir dann los mit den Pizzawürsteln. Kann ich natürlich nicht so viel machen, weil was ich mache, muss ich essen. Und ja, zwei, maximal drei kann ich da heute machen und zeigen. Und hoffen, dass es funktioniert. Eigentlich ein Party-Snack oder ein schneller Snack oder vorm Grillen, wenn es etwas länger dauert, dass man was zum Futtern hat. So nebenbei. Genau. Gut. Ich gehe raus, suche mal hier noch. Vielleicht finde ich ja sogar noch einen Pizzastein. Dann wäre es noch besser. Ansonsten mache ich das auf der Backfolie. Bis nachher. So Leute, das war der bisherige Stand und jetzt schaue ich mal, dass ich möglichst schnell da nach hinten noch ein bisschen abgrab. Es kamen mir viele Vorschläge, der eine war zum Beispiel, warum ich die Dinger nicht ansteche und einfach umdrehe. Ganz einfach, ich will ja hier das Niveau runterkriegen, ein bisschen durchgesiebte Erde nachher drauf, dass das alles auf einem Niveau ist und nicht so wie jetzt, dass ich hinten fast 20 cm höher bin als vorne. Ja, gut, wenn es langsam leicht ansteigt, ist es ja kein Thema. Aber diese Buckelpiste, nein, die muss weg. Ja, einen Pizzastein habe ich übrigens auch gerade gefunden, niegelnagelneuen. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an zum Graben und Schaufeln. Vielleicht schaffe ich ja heute ein Stück noch. Das Werk ist vollbracht. Gott sei Dank. Naja. Und jetzt kann man es eigentlich recht gut erkennen, obwohl ich hier verdammt viel abgestochen habe. Und nur einmal kurz drüber gerecht habe. Also, was sind das? 7 bis 10 cm teilweise. Ist es eigentlich schon fast gut. Ich werde auf alle Fälle da durch 7 anfangen, irgendwann einmal, und es dann damit auffüllen und dann nochmal glatt streichen, dann wird auch ausgesät und dann ist ja der Bereich soweit gut. Also wie gesagt, nur Wiese, vielleicht am Rand noch ein paar Blümchen oder so, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir erst einmal noch
ausdiskutieren, was wir da machen. Aber das ist jetzt eine Fläche, da kann man dann gut mit dem Rasenmäher drüber gehen. Genau. Ja, dann werde ich jetzt Bambuko-Kohlen anfeuern, ganzen Anzünder voll, und danach machen wir dann weiter mit unseren Pizzawürsteln. Muss ich auch immer überlegen, dass ich es wirklich noch falsch rum sage. Gut, wir sehen uns dann gleich. So, dalle. Hier habe ich noch einen originalen frisch verpackten Pizzastein gefunden. Habe ich vorher schon links vorne aufgeschnitten. Aber der ist niegelnagelneu. Den werden wir dann drauflegen. Auf den machen wir unsere Pizzawürstel. Dann habe ich hier so eine Pizzabox geholt. Da ist schon Tomatenzeugsel dabei, inklusive Backpapier. Gut, das brauchen wir jetzt nicht. Ja. Dann habe ich eine Packe Bacon, ein paar Röstzwiebeln, Maika Saftbockwurst, extra zart. Hier habe ich ein Pizzagewürz mal eingefüllt, ein Ketchup, ein bisschen Olivenöl. Ja, geh auf hier. Dann habe ich noch einen Senf, einen Käse und ein bisschen Salami. Ja, das wird mir reichen für mindestens 2 oder 3 verschiedene Pizzawürstchen. Ja, draußen feuert es schon. Kann man was sehen? Keine Ahnung. Aber ja, ich fange jetzt los. Ich fange jetzt los. Genau, ganz genau. Ich fange jetzt los. Ich fange jetzt los an, den Teig schnell auspacken und dann Würstchen. Und dann können wir eigentlich schon mit der ersten Wurst soweit anfangen. Rein theoretisch. Tja, wer kennt nicht den Fertigteig, wenn es mal einfach gehen muss? Wie jetzt. Ja, jetzt. So. Ich bin jetzt echt am Überlegen und Experimentieren erst einmal, wie ich das denn am besten mache. Ruhe im Hintergrund. Geiles Würstchen. Pinsel habe ich hier. Naja, ob das jetzt so gescheit ist, das jetzt schon alles so weit vorzubereiten, ich weiß es nicht. Ich mache es einfach. Machen wir da gleich noch ein bisschen was von dem Pizzagewürz drauf.
einfach mal irgendwas zusammenbasteln, Leute. Ob es was wird oder nicht, das sehen wir nachher. Boah, da stinkt der Käse. Seit wann stinkt Emmentaler? Jetzt habe ich echt gerade schauen müssen, ob die Cam überhaupt läuft. Ja. Also das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger experimental mit dem Aufrollen. Eigentlich hatte ich ja vor, das Ding komplett einen Streifen rauszuschneiden und komplett einzupacken. Zuerst. Und dann kam mir diese Idee hier. Dann haben wir unser erstes Pizzawürstle. Die geht jetzt mal Hände waschen. Aber ich glaube, wir sind mit dem Würstel noch nicht fertig. Tja, dann geh halt nochmal Hände waschen. Weil da passen mindestens noch zwei Scheiben Bacon drumherum. Mindestens. Ja, was habe ich gesagt? Passt. So. Den legen wir jetzt mal hier auf die Seite. Also Leute, bei so einer Sache sind der Fantasie absolut keine, aber auch wirklich gar keine Grenzen gesetzt.
Ja, zwei wird schon fast wieder zu eng. So. Was hauen wir noch drauf? Nichts mehr. Na ja, gut, ein paar Röstzwiebelchen wieder. Die können wir noch seitlich dazu donnern. Und dann lasse ich es jetzt erst einmal gut sein, weil die muss ich jetzt zuallererst machen, aufessen und dann, wenn ich dann noch Hunger habe, dann mache ich noch eine weitere. Habe ich da jetzt eigentlich die Salami mit drauf? Ich glaube nicht. Ach Menno, ich wollte doch mit Salami mit draufhauen. Ist mir wurscht. Mache ich hier jetzt eine Salami-Pizza draus und fertig. Mit Senf unten drunter. Ach, wie geil. Also das Olivenöl brauche ich gar nicht heute. Mitten aus. Irgendwie werden wir die Dinger dann schon auf den Grill bringen. Ich muss jetzt bloß gucken, wie mein Werkzeug hier unterbringt. So Leute, und jetzt kommt dann gleich Trick 17 mit Selbstüberlistung, dass wir von der Temperatur etwas höher kommen. Eigentlich hätte ich ja auch gleich meinen Pizza-Aufsatz nehmen können. Aber auf den verzichten wir jetzt einmal. Tun da hinten noch eine Holzscheitel mit drauf. Da wird es wahrscheinlich gleich qualmen hier drin, wie blöde. Boah, fängt schon an. Uiuiuiui. Oide, doide, doi. So. Dann stellen wir den Deckel nämlich so, dass der Grill hinten offen ist und so richtig schön Durchzug hat. Ja. Dann gucken wir mal, was passiert gleich. Dank des Rauches hier drin verzichte ich auf 617. Hinten lasse ich aber trotzdem am Spalt offen, dass die Luft gescheit durchziehen kann, dass die Kohlen so richtig schön auffeuern, aufheizen. Eieieiei. Ja, aber jetzt habe ich mal meinen Pizzastreifen drauf. Mal zum Antesten, ob das hier überhaupt was werden kann. So, jetzt heißt es abwarten. So oder nicht? Gucken wir mal, dann sehen wir schon. Naja, ein bisschen darfst du, glaube ich, noch. Ja, definitiv.
Jetzt bin ich aber so weit, dass ich hinten zulasse. Aber ich drehe den Deckel, damit direkt ja, die Luft durchströmen kann. Ha, jetzt heizt das Ding auch wesentlich höher hier. Oh. 250. So. Ja, ich denke, die ist soweit fertig. Die werde ich mir jetzt gleich in den Hals schieben. Heiß, 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 heiß. Und dann lege ich hier meine Pizzawürstchen drauf. Auch mit dem Backpapier. Ja. Wird schon funktionieren. So. Beim Aufmachen muss ich natürlich den Deckel dann drehen, weil am Tuck-Away-Halter hinten stößt sonst der Lüftungsregler an. So. Aber jetzt würde ich mal sagen, die Cam auf mich. Jodale. Weil, wenn jetzt, machen wir so. Wenn jetzt das Ding nämlich schmeckt, soweit, dann nehme ich mir morgen nochmal die Zutaten mit raus. Wenn ich rauskomme. Ach nee, morgen mache ich ja mein Auto. Naja, vielleicht komme ich trotzdem raus zum Pizza essen. Und komme ich hier raus und machen wir dann nämlich schnell eine Pizza am Grill. Mhm. Mhm. Ah, da waren ja Röstzwiebeln auch mit drauf. Mhm. Für eine reine Pizza jetzt eine merkwürdige Kombination, aber man kann es essen. Schmeckt ganz lecker. Nicht perfekt, aber ganz lecker. So, Pizzastreifen aufgegessen. Und ganz neugierig mal reinguck. Aha, gehen auch schon auf. Und hier muss man natürlich auch warten, bis der Bacon schön kross ist. Aber hey, das sieht gut aus. Ah, Temperatur sieht gut aus. Oh, die Dinger sehen auch schon mal gar nicht schlecht aus. Aber ich denke, ein bisschen lasse ich es definitiv noch drauf. Dass ein bisschen knuspriger wird. Knuspriger. Knuspriger, ja. Also so langsam schiebe ich den Kohldampf. Oh. Ich würde fast sagen. Die sind gut. Die sind gut. Ja. Also die sehen gut aus. Und jetzt gehen wir rein und tun sie anfuttern. Anschneiden, Anschnitt oder so ähnlich. So, hier alles zumachen und ausgehen lassen. Und die Kohlen beim nächsten Mal wieder mit verwenden. Wie immer. So. Ja, jetzt habe ich doch noch eine Halloween-Mahlzeit. Haha. Schneiden wir sie mal an. Hm. Und das Ganze mit Bacon. Das merkt man schon, dass der Bacon drumherum ist. Mhm. Ich glaube, hier wollte ich eigentlich noch
meine Salami mit rein tun. Naja, egal, ab in den Hals. Ja, das ist schon immer irgendwie das Beste an den Videos, die probiere alle. Lecker. Mit dem Bacon außenrum, da zieht natürlich der Baconsaft mit in den Teig ein und macht den nochmal so richtig lecker. Aber halt. Aber lecker. Und das andere, wo ein bisschen von allen drin war, da ist der Teig nicht so fluffig aufgegangen. Also, wenn man das hier mit dem Bacon-Teig vergleicht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also macht er sowas definitiv mit Bacon umwickeln. Aber der wird knuspriger sein. Ja. Die Röstzwiebeln haben sich hier jetzt mit dem Saft auch vollgezogen. Und sind gar nicht mehr röstig. Doch, röstig schon, aber nicht mehr knusprig. Aber geile Variante. Tausendmal besser als auf dem Streifen Pizza. Aber Leute, ich lasse jetzt noch ein klein wenig abkühlen und dann sehen wir uns noch kurz zum Fazit, bevor ich dann nach Hause düse. So, dann mache ich erstmal die Krache aus. Das ist auch demnächst was, was ich machen werde. Die Elektrik. Boah, Elektrik! Ja Leute, mittlerweile 17:15 Uhr. Es ist stockduster. Ich werde es heimdüsen. Ob ich morgen... Machen wir erstmal das Fazit. Also, sehr lecker. Ja, die Eunewurst war der Teig ja so in Streifen geschnitten und aufgerollt und der Bacon außenrum und bei der anderen Wurst war ein Baconstreifen mit innen drin. Ob das jetzt der Bacon ausgemacht hat, dass die eine Wurst, der Teig wesentlich mehr aufgegangen ist oder ob es andere Gründe gehabt hat, ich kann es euch nicht sagen. Aber lecker waren sie beide. Definitiv. Eine Idee ist es, auf die Schnelle, man kann auch anderen Teig nehmen, Blätterteig, Knack und Back und was weiß ich, und auch andere Würstchen. Das bleibt dann jedem selber überlassen. Aber so auf die Schnelle zwischendurch als Vorspeise, ja, genau. Gut, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, morgen, ob ich morgen hier rauskomme, keine Ahnung, weil ich habe morgen einen Termin mit meinem Auto. Ich muss mein Auto machen. Und wann ich da anfange, wie lange ich da brauche, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie ich Lust habe und Laune habe, aus dem Bett rauskommen. Ja. Auf alle Fälle habe ich ein bisschen was zu tun. Und ob ich danach dann noch hier rauskomme, man wird sehen. Ansonsten kann ich mir das restliche Pizzazeug auch auf dem Ferrari draufschmeißen zu Hause. Das sehen wir ja dann. Tja,
Wenn das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abos sind auch immer gern gesehen. Und ich sage mal, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Da geht es vielleicht sogar mit dem Gras, mit dem Erde-7 wieder weiter, dass ich die Fläche fertig kriege. Ciao, ciao, weg bin ich.